erfahren haben. Und zwar geht Tantra davon aus, dass du nicht nur einmal lebst und das war's. Also, man lebt ja nur einmal. Das ist alles Blödsinn, kann ich dir sagen. Wir leben wahrscheinlich nur einmal. Wir leben erstens, wir sind immer wieder gekommen und werden das auch weiterhin noch durchexerzieren. Und zwar wechseln wir den Körper. Ist klar, wir können nicht im gleichen Kleid auftreten. Aber wir lernen hoffentlich immer wieder mal etwas dazu in jedem Leben. Aber eben leider nicht nur das. Wir lachen uns natürlich auch immer wieder neue Verletzungen an. Und die Verletzungen können wir nur in den wenigsten Fällen Ende Leben auch noch gerade alle auflösen. Nur schon aus einem Leben. Meistens wissen wir das ja nicht einmal. Und es ist ja eh nicht so schlimm gewesen und sowieso schon so lange seither. Und du doch nicht so blöd. Kennen wir doch alles. Jawohl. Aber was machen wir dann, wenn wir gestorben sind und wieder auf die Welt kommen? Natürlich nehmen wir den ganzen Ballast mit. Alle Verletzungen packen wir in unseren Rucksack, verstauen sie irgendwo, wo man es möglichst selber nicht mehr findet. Und das wird dann einfach auch da sein, in deinem neuen Leben. Mit der Auswirkung, dass du erstens mal, im Moment sind wir im Stand von lumpigen 10%, die der Mensch überhaupt nutzen kann von seinem Potenzial. Zwar nicht zuletzt genau aus diesem Grund. Und dann kommt noch dazu, dass die Verletzungen überall in dir herumwuchern. Krankheiten verursachen, Störungen, Ekstasefähigkeit ganz einfach abstellen. Wir wissen ja nicht einmal, was das wir sie haben. Aber unsere Seele weiss es ganz genau. Und sucht 24 Stunden am Tag lang Ekstase. Ob du mir das glaubst oder nicht, du selber bist 24 Stunden am Tag unterwegs auf der Suche nach Ekstase. Und da kommen jetzt nämlich so die Workshops, passiert auch oft schon an einem ersten Workshop, dass Leute kommen und sagen, das Herz, was ist das? Es fühlt sich so und so und so an und das hört jetzt nicht mehr auf. Das habe ich jetzt schon so den ganzen Tag schon. Was ist das? Und ich so, ja, das ist Ekstase. Ui, nein. Und wann hört denn das jetzt wieder auf? Ja, schau mal. Ja, aber ich kann doch so nicht mehr auf die Straße, meine Güte. Und dann müssen wir lernen, das Ganze ein bisschen verinnerlichen. Du kannst dort also sehr schnell lernen, die Ekstase auf Knopfdruck einzustellen und sie auf Knopfdruck wieder abzustellen. Oder auf Knopfdruck gegen außen sichtbar werden lassen oder auf Knopfdruck nach innen verdichten, dass es nach außen gar nicht mehr auffällt. Und nicht nur das, du kannst auch lernen, von mir aus vor einem Laternenpfahl anzustehen und den anzuschauen und Ekstase zu empfinden. Der Laternenpfahl hat es gemacht, jawohl. Was natürlich auch zeigt, wir haben immer das Gefühl, ja, so mein Sexualpartner ist halt, weißt du, den kannst du nicht brauchen, oder? Also der an dem liegt eben, dass ich nicht kann und so und überhaupt. Und der Mann hat das gleiche Gefühl bei umgekehrt, was absolut nicht wahr ist. Du selber bist verantwortlich für deine eigene Sexualität. Wenn dir etwas nicht passt, im Bett, ist das deine Pflicht, deiner eigenen Seele gegenüber, deiner eigenen Göttlichkeit gegenüber, ganz klar Text zu reden und zu sagen, so, mein Lieber, so und so nicht. Das haben wir jetzt gestrichen. Sondern so und so und so. Braucht manchmal ein bisschen Geduld, gebe ich zu, aber nur so funktioniert es. Was vielleicht nicht so gescheit ist oder so geschickt ist, gerade zu erwarten, dass jetzt, wenn du es erklärt hast, nachher der Orgasmus kommt. Der mit den zwei S. Also Orgasmus muss nicht. Der muss überhaupt nicht. Der kann, wenn er will, aber der muss nicht. Je mehr, dass du dir Mühe gibst, den Orgasmus anzusteuern, desto mehr muss der flüchten. Wenn du ihn loslässt, kommt er plötzlich, ohne dass du erwartet hast. Jetzt denkt natürlich Frau, ja, leck, Mann, hat es dann cool. Der kann das lernen und so. Und danach ist auf der Wolke 7, hat seine Ekstase und super. Und ich, ich habe zwar keine Energieverlust, aber mein 3-Sekunden-Orgasmus toll, oder?
Frau kann das natürlich auch. Die kann das genauso lernen, wie das geht. Und das ist nicht eine Hexerei. Es ist eigentlich stinkeinfach. Wie alles in der Wahrheit. Aber die alten Verletzungen kleben da drauf. Die Jahrtausende alten Verletzungen. So bringt es mit sich, dass wir an den Workshops eigentlich meistens die Arbeit machen, eben anstatt Sex, wo die meisten meinen, sind wir dran, die alten Verletzungen rauszuschmeissen, von diesen Kanälen abzusprengen. Und sobald anfängst, die Verletzungen abzusprengen, wird wieder ein Stück frei in dir rein, auf diesen Kanälen, wo erst Ekstase ermöglicht. Weil solange die Verletzungen noch da drauf kleben, und selbst wenn du im Kopf etwas Gefühl hast, ja, aber das habe ich schon längstens erledigt, Blödsinn. Solange du es in deinem Kopf erledigt hast, hast du gar nichts erledigt. Das ist ein Irrglaube. Solange du nicht wirklich rausgeschmissen hast, das Zeug, das heisst, nochmal ganz kurz in den Schmerz rein bist von der jeweiligen Verletzung, ist das Zeug nicht aufgelöst. Dann wuchert es höchstens noch ein bisschen mehr in dir rum. Das findet im Herz statt, dort ist der innere Heiler. Im Kopf oben, der kann lügen wie gedruckt, das bringt er gar nichts. Das Herz weiss nicht einmal, wie man lügt. Es kann nicht anders, als dir die Wahrheit sagen. Und der innere Heiler ist im Herz daheim. Und so kann es durchaus sein, dass an einem Workshop vielleicht mal recht erotisch zu und her geht, aber es findet kein Sex statt. Und das garantiert nicht. Einmal nicht bei uns, weil wir machen Tantra. Darauf kannst du gehen. In einem seriösen Tantra-Workshop wird kein Sex angeboten. Und das ist ganz bewusst so. Es würde ganz einfach nicht aufgehen, die Rechnung. Selbst wenn du das Gefühl hast, ich kann ja noch lustig sein, so sexuelle Fantasie und so. Aber es ist dann nicht mehr lustig. Ich kann dir das garantieren. Weil wenn da wirklich zuerst wirst auf die Sexualität los und gerade knallhart mit Sex dahinter kommen, wo so viele Verletzungen drauf kleben, das würde noch mehr Verletzungen verursachen. Also das wollen wir nicht. Wir wollen ja auflösen. Und aus diesem Grund machen wir ganz klar eine Grenze. Während der Workshop-Zeiten kein Sex. Was nach der Workshop-Zeiten ist, das liegt dann wieder in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Aber diese Verantwortung muss er selber übernehmen. Man lernt das auch sehr stark, Verantwortung übernehmen. Und zwar lange nicht nur, wenn es um die Frage geht, habe ich jetzt Sex oder nicht. Es gibt Millionen andere Sachen, wo es auch noch gut wäre, Verantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung. Und um das geht es im Tantra. Es kann aber dann sein, dass schon während einem Lotus 1, das ist der Anfänger-Workshop oder Einsteiger-Workshop, mehr Erotik fühlst, mehr Lust spürst, mehr Sex spürst, obwohl du keinen hast, während einem Workshop, als du zusammenzählt in deinem ganzen Leben jemals gefühlt hast. Nur mit dem Unterschied, dass du Sex gehabt hast. Tönt unlogisch, hä? Aber das ist tatsächlich so. Und zwar aus dem Grund, weil wir durch die Prozesse durchgehen, das Zeug rausschmeißen und dann kommst erst du vor. Du ohne Maske. Wem ist das bewusst, dass er oder sie eigentlich den ganzen Tag Masken an hat? Gibt es noch mehr so ehrliche? Nochmal, wer ist sich das bewusst? Ja, das ist doch schon mal etwas. Genau das ist es und das haben wir ja auch so gelernt. Eine Zeit lang war das auch unsere Lebensversicherung. Aber man kann sich einen Raum schaffen, wo man die Masken ganz bewusst abziehen kann. Wir lernen das im Workshop, bewusst abziehen, aber nicht fortrühren, um Gottes Willen, die brauchst du noch. Abziehen, in die Schublade schön versorgen und gegebenenfalls bei Gebrauch wieder vornehmen. Aber nur mit dem Unterschied, dass dich dann nicht mehr mit diesen Masken identifizierst und somit nicht mehr leidest darunter, sondern du machst dir ein Game daraus.
Das ist dann wie ein Theater. Du übernimmst eine Rolle und hast deinen Spass daran. Aber du bist nicht mehr damit identifiziert. Du bleibst dich selber. Und das ist ein riesiger Gewinn. Mein Gott, das tut gut. Es ist nicht mehr so anstrengend. Kennst du nämlich anstrengend, die Maske? Wenn du sagst das. Ja. Und so kann es dann eben sein, dass über die Ekstase plötzlich Erleuchtung entsteht. Das muss überhaupt nicht sein, he? Aber das kann sein. Und wenn du das zum Ziel machst, also ich gehe an den Tantra-Workshop, dass ich nachher eine Erleuchtung habe, kann sicher sein, bist du der Letzte, der sie hat. Wirst du in 5 Leben noch darauf warten. Es passiert auch, wie der Orgasmus halt dann, wenn du nicht erwartest. Durch die Verletzungen ist eben nochmal so ein Problem entstanden. Jede Verletzung, was macht die von den Emotionen her? Aber roher, was macht sie? Wie zeigt sich's? Klar, das sind alles. Klar, das sind Symptome. Das ist es, ganz genau. Jede Verletzung macht mal mehr, mal weniger hässig. Wut. Stimmt's? Eben. Aber, wir haben ja schliesslich alle gelernt, bis mal ruhig, bis nicht so laut, hör auf fluchen, das macht man also nicht. Und überhaupt, und, du darfst doch jetzt nicht hässig werden. Liebe, gleich lieb und nett und so. Wer von Ihnen glaubt tatsächlich, Liebe bedeutet immer lieb und nett sein? Aha, da haben wir so einen Frommen. Ja, ja, ist auch eine Energie, natürlich. Ist ein bisschen verlogene Energie, aber sie ist auch eine. Nein, das hat nichts mit dem Leben zu tun, schon gar nicht mit der Liebe. Das ist etwas weiter Entferntes von der Liebe, kannst du nicht finden. Wer weiß, was Yin und Yang ist? Das Zeichen. Du sagst es schon von der Farbe her. Es hat ja Schwarz drin und es hat Weiß drin mit diesen Punkten und so. Und beides gleich portioniert. Genau gleich viel. Also von keinem hat es ein Gramm mehr oder weniger drin. Das Zeichen bedeutet ja übersetzt nichts anderes als Ganzheit, Vollkommenheit. Wir können es nochmal anders übersetzen, gleich Liebe. Liebe bedeutet lediglich, dass du dich im Moment, wenn du liebst, im Herz befindest. Das Herz lügt nicht, das haben wir jetzt herausgefunden. Und im Herz kann es sehr wohl sein, dass plötzlich ein Befehl kommt, so und jetzt ziehst du aber die Schwerte. Und dann hättest du die eigentlich Pflicht, dir selber gegenüber das Schwert auch zu ziehen. Und dann kannst du sicher sein, die Lektion kommt an, ohne wirklich zu verletzen. Das bringt Gewinn, und zwar auf beiden Seiten. Wenn du jetzt aber das Schwert ziehst, währenddem dass du im Kopf oben bist, dann kannst du ganz sicher sein, hast du schon verloren. Und der andere auch. Das gibt Krieg. Wenn es heisst, aus dem Herz raus, du hast jetzt ein Samthändchen für ihn zu nehmen, dann ist das deine Pflicht. Und wenn du jetzt aber das Samthändchen für ihn nimmst, wenn du im Kopf oben bist, kannst du garantiert sicher sein, dann verletzt dich, und zwar gröber kannst du gar nicht. Vorstellbar. Kleines Beispiel, das kleine Kind an der Mikrokasse, dort sind doch immer so auf Augenhöhe, so Kaugummi, Schokolädchen und das Ganze, oder? Selbstverständlich willst du jetzt das ganze Regal am liebsten gerade mit heimnehmen. Du bist jetzt gerade als Mutter oder als Vater oder als Verantwortlicher von dem Kind unterwegs mit dem und das findest du jetzt, also, los jetzt Mami, ich möchte jetzt das mit heimnehmen.
Also gehen wir nach mal deiner Liebe- und Nicht-Theorie. Was würdest du denn sagen? Ja, aber natürlich, komm, ich kaufe das ganze Gestell, oder? Ja, genau, bring das dem Kind mal bei. Das Kind ist noch voll und ganz im Herz. Das kommt Befehl vom Herz über und befolgt nur die. Es forscht, und zwar nach Herz, nicht nach Kopf. Bis 5-jährig absolut im Herz. Also, wenn jetzt ein Befehl kommt, ich jetzt das versuchen, meine Grenzen auszutesten. Dann erwartet es, zum gesund werden und gesund bleiben, dass da eine Grenze gesetzt wird. Das heisst, dass du als Verantwortlicher dann einfach klar sagst, nein. Nein, 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 gibt es nicht. Du kommst das Gestell nicht über. Und selbst wenn es am Boden liegt und Zetermordio schreit. Wenn ein Kind Grenzen nicht überkommt, hat später im Leben ein paar ganz, ganz grosse Probleme. Es findet auch Grenzen im Leben nicht mehr. Es heisst, sein Muster, seine Krankheit, seine Verletzung zeigt sich dann so, es muss immer über Grenzen gehen. Auch in Partnerschaften. Auch in der Sexualität. Auch in der Liebe. Das heisst, es verletzt immer. Als Kind findet man es ja, man kann es noch nehmen. Aber als Erwachsener verzeiht man es ihm dann nicht mehr so schnell. Dann sind wir wieder verletzt. Also ich würde es nochmal überdenken mit der Liebe- und Nicht-Theorie. Aber du dir doch Sinn und Yang noch ein besser so ein vorne anheben und überleg mal, warum ist denn die schwarze Seite da? Dekoration echt gar am Ende. Eher nicht, oder? Wer kann das nachvollziehen? Also, ein Lieb in Liebe leben bedeutet noch lange nicht immer nur lieb und nett sein.